wollte gerade zu dir. Hör zu. Ich habe unsäglichen Mist gebaut. Natürlich sollst du dich um deine Schwester kümmern. Entschuldige bitte. Ich war auch gerade auf dem Weg zu dir. Lass uns nie wieder wegen Rosalie streiten, ja? Nie wieder. Und das darfst du nie vergessen. Deine Küsse? Nein. Ich werde mich unterstehen. Dass ich dich liebe, ganz egal, was passiert. Ich liebe dich auch, Felix. Mehr als alles andere auf der Welt. Was? Was ist denn mit dir? Was? Ich habe mehr Fieber. Du bist... Frau Engel, soll ich einen Arzt holen? Frau Engel, soll ich einen Arzt holen? Das geht schon. Ich dachte an ein Gespräch zu dritt. Bist du dir sicher, dass du mich dabei haben willst? Du bist meine Freundin. Du bist die Tante des Babys. Du. Natürlich, du sollst bei allen Entscheidungen mit dabei sein. Danke. Ich hatte schon Angst, dass ich. Außen Nein. vor. Hör zu, vergiss deine Schwester, bitte. Ich liebe dich. Entschuldige. Saalfeld? Ja, Marie, was gibt's? Was ist mit dir? Geht's um Rosalie? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Und dann diese anderen Symptome. Wahrscheinlich ein Magen-Darm-Infekt. Und jetzt? Wir brauchen ein fiebersenkendes Mittel, das auch Schwangere vertragen. Ich bin leider noch nicht komplett eingerichtet. Ich habe nichts vorrätig. Ich schicke jemanden zur Apotheke ins Dorf. Und das Baby? Ich meine, ist der Infekt für das Kind auch gefährlich? Leider ja. Und was ist, wenn das Medikament nicht anschlägt? Dann müssen wir ihre Schwester in ein Krankenhaus bringen. Aber bisher... Es wäre gut, wenn jemand bei ihr bleibt und sich um sie kümmert. Rosalie. Felix, was machst du denn hier? Aufpassen, bis du wieder gesund bist. Bitte geh. Geh! Ich bin ja doch nicht lästig, jetzt lass mich allein. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich hier bleibe. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas brauchen. Vielen Dank. Oh, Mama. Hey. Hey. Die Sonne geht auf. Geht's Rosalie besser? Das Fieber hat ein wenig nachgelassen, aber es geht ihr psychisch sehr schlecht. Sie hat Fieberfantasien. Ist das nicht normal? Komm, setzen wir uns. Sie ruft die ganze Zeit nach dir. Ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber sie ist total hysterisch. Ich glaube, sie braucht dich. Emma, sie hat mich weggeschickt. Ja, beim Fieber weiß man doch gar nicht, was man sagt. Hör zu, ich will so wenig wie möglich mit ihr zu tun haben. Das spürt sie. Sie denkt, das Kind sei dir egal. Was für ein Unsinn. Sie hat das Gefühl, dass sie unserer Liebe im Weg steht. Das stimmt. Und deshalb denkt sie, es sei das Beste für uns alle, wenn sie das Kind verliert. Wie bitte? Felix, egal, was zwischen euch war, du willst doch nicht schuld sein, wenn sie das Kind verliert. Felix! Hey. Emma. Wie geht's meiner Schwester? Sie ist überm Berg. Hör zu, du brauchst dir keine Sorgen machen. Wirklich, sie hat gut geschlafen, das Fieber ist auch weg. Dann hat ihr deine Nähe also gut getan. Ja, offensichtlich. Oh. Sag mal, weinst du? Hey, du weinst ja. Was ist denn los? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will das Leben des Kindes nicht länger aufs Spiel setzen. Worauf willst du hinaus? Felix, es gibt keine Alternative.
Ich trenne mich von dir. Das meinst du nicht ernst, Emma? Doch. Es muss sein. Ich verstehe das. Nein, hör zu. Ich liebe dich, du liebst mich. Natürlich lieben wir uns. Aber? Rosalie, sie braucht dich. Und dein Kind braucht dich auch. Ich bin für das Kind da, Emma, aber deswegen können wir doch trotzdem zusammen sein. Ich will nicht schuld sein, wenn sie das Kind verliert. Wieso solltest du? Weil sie es ohne dich nicht schafft. Soll ich denn zu ihr zurückgehen? Nein, natürlich nicht. Emma, hör zu. Für das Kind werde ich da sein. Aber das muss reichen. Felix, ich würde es nicht ertragen, wenn Rosalie das Kind verliert, nur weil wir beide ein Paar sind. Das ist doch verrückt. Meine Schwester darf das Kind nicht verlieren. Und du trägst die Verantwortung für die beiden. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Ich bin doch nicht für all das verantwortlich, was deine Schwester angestellt hat. Emma, willst du wirklich wegen deiner Schwester auf unsere Liebe verzichten? Es gibt doch andere Leute, die das auch geschafft haben als Patchwork-Familie. Aber ihr droht eine Fehlgeburt, weil sie verzweifelt ist und sich alleingelassen fühlt. Ich habe mich doch nicht ohne Grund von ihr getrennt. Emma, du sprichst immer nur von deiner Schwester. Bitte, hör mir zu, was ist mit uns? Was ist mit uns beiden? Wenn sie das Kind verliert, wie können wir zwei dann glücklich miteinander sein? Das wird ewig ein Schatten über unserer Liebe sein. Das kann doch nicht dein letztes Wort sein. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist das Wichtigste für mich, Emma. Bitte. Emma? Ich wollte dich gerade abholen. Komm, lass uns zusammen zum Hotel gehen. Was machst du hier? Was ist los? Ich habe mit Rosalie gesprochen. Und, wie geht es ihr? Besser. Wir haben eine Lösung gefunden. Was heißt das genau? Das heißt, sie ist damit zufrieden, dass ich mich um das Kind kümmere. Moment. Heißt das, sie ist einverstanden mit unserer Beziehung? Was ist das für eine Frage? Wir beide gehören zusammen. Und eine Fehlgeburt? Die Gefahr besteht nicht mehr. Emma, hör zu, es gibt keinen Grund, dass du dich von mir trennst. Ich kann das noch nicht glauben. Moment, sie kommt wirklich klar damit. Frag sie selbst. Heute Morgen war sie mit allem einverstanden. Warum sollte ich mich plötzlich nicht mehr um mein Kind kümmern, Emma? Warum? Sie unterstellt mir das Ganze nur. Ja, aber doch nur, weil sie Angst vor der Zukunft hat. Und das ist kein Wunder bei dem schwierigen Verhältnis, das ihr im Moment zueinander habt. Ich kann nicht mit einem Menschen umgehen, der stündlich seine Meinung ändert. Komm, du weißt doch, wie schwierig es für sie war, dass ihr leiblicher Vater nichts mehr von ihr wissen wollte. Ich bin auch bei Adoptiveltern groß geworden. Ja, aber die haben dich geliebt wie ihren eigenen Sohn. Und zu Johann und zu Elisabeth hattest du später auch ein sehr gutes Verhältnis. Komm, Felix, merkst du denn nicht, wie verzweifelt sie im Moment ist? Nein, ich merke einfach nur, dass Rosalie wieder alles auf den Kopf stellt, damit jeder nach ihrer Pfeife tanzt, ganz besonders du. Entschuldige, aber ihr vertraust du blind und ich muss mich für alles rechtfertigen. Warum stärkst du mir nicht den Rücken? Komm, fang du jetzt nicht auch noch an, auf mir rumzuhacken. Ich habe keine Lust, zwischen den Stühlen zu sitzen. Sie ist meine Schwester. Sie braucht uns. Sie hat doch sonst niemanden. Ach, was sie macht, ist emotionale Erpressung. Ich habe mir das lang genug angesehen und irgendwann ist Schluss damit. Okay. Felix, es geht hier in erster Linie um euer Kind. Und seinetwegen müsst ihr dringend besser miteinander auskommen. Das habe ich auch versucht, aber das funktioniert nicht. Jetzt sei mir nicht böse, aber ich muss mich wieder ums Geschäftliche kümmern. Warum muss das alles so verdammt kompliziert sein? Dieses hysterische Gezeter. Was? Okay, mir reicht's. Weißt du was? Ich habe keine Lust mehr, hier zwischen den Fronten zu stehen. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir zwei erstmal auf Abstand zueinander gehen. Wie bitte? Ja, bis du und Rosalie einen vernünftigen Umgang miteinander gefunden habt. Ich meine, ihr werdet Eltern. Wie soll denn das jetzt werden, wenn das Kind dann da ist? Emma, bitte, hör zu, mach keinen Unsinn. Nein, Felix. Wir zwei, wir machen jetzt erstmal eine Beziehungspause. Emma,
Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Entschuldige bitte. Ich habe das nicht so gemeint. Trotzdem, ich verstehe dich einfach nicht. Kannst du es nicht wenigstens versuchen? Das tue ich, aber das nützt nichts. Immer, wir lieben uns doch. Auch wenn ich ein bisschen länger gebraucht habe, um das Ganze zu kapieren. Aber jetzt, wo wir endlich die Möglichkeit haben, unsere Liebe zu leben, warum lässt du zu, dass deine Schwester das verhindert? Bitte hör auf damit. Hör zu, ich vermisse dich, Emma. Ich vermisse dich wahnsinnig. Ich habe Angst, dass wir uns beide auseinander bewegen, dass wir uns verlieren. Wegen der Frau, die uns so übel mitgespielt hat. Hör auf, in der Vergangenheit herumzuwühlen. Wir müssen an die Zukunft denken. Und wir müssen einen Weg finden, alle miteinander klarzukommen. Aber du hackst nur auf Rosalie rum. Das tue ich doch auch gar nicht. Ich kümmere mich um sie. Ach, du tust nichts weiter als schimpfen, meckern und überhaupt nicht auf sie eingehen. Hör zu, merkst du nicht, dass deine Schwester dich wieder einmal manipuliert? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie abtreiben lässt, nur weil wir beide ein Paar sind. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie panische Angst hat, dass du sie im Stich lässt mit dem Kind, so wie ihr Vater sie im Stich lässt. Ich bin aber nicht so wie ihr Vater, verdammt nochmal, ich stehe zu meinem Wort. Ich weiß das doch, du musst es ihr klar machen, ihr musst dir das Gefühl geben. Bitte, tu's für uns. Willst du hin? Nach Hof. Ich muss einige Dinge wegen der Dindelfabrikation erledigen. Und wahrscheinlich ist es das Beste, wenn wir uns einige Zeit nicht sehen. Emma, zum 100. Mal. Das Letzte, was ich möchte, ist Abstand. Und wenn du behauptest, du willst es, dann unterstelle ich dir einfach mal, du bist nicht ehrlich. Auch nicht zu dir selbst. Emma, ich liebe dich. Ich muss los. Der Bus kommt gleich. Bis bald. Mach's gut, Felix. Sie will nur eins. Felix, um ihn zurückzugewinnen, ist ihr jedes Mittel recht. Sie ist und bleibt ein durchtriebenes Miststück. Aber darauf falle ich nicht mehr herein. Felix und ich, wir lieben uns. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Ich muss mit dir reden. Doch nicht wahr, was Rosalie vorhin gesagt hat, oder? Emma, ich wurde als Baby weggegeben. Mein Kind soll von Anfang an ein Zuhause haben. Und wenn das bedeutet, dass ich Rosalie auf dem Papier heiraten muss, um an das Sorgerecht zu kommen, dann werde ich das tun. Und was willst du jetzt von mir hören? Soll ich dir meinen Segen für eure Hochzeit geben? Warte, bitte warte. Du wolltest, dass ich mich um das Kind und Rosalie kümmere. Ja, aber damit habe ich doch nicht gemeint, dass du uns aufgeben sollst. Das tue ich auch nicht. Du wolltest eine Beziehungspause. Weil ich keine andere Wahl hatte. Ich war dumm genug, als erstes an das Wohl meiner Schwester zu denken. Aber dass du sie jetzt heiraten willst, das kannst du uns doch nicht antun, Felix. Aber ich gebe uns doch nicht auf. Und wie stellst du dir das vor? Sollen wir uns zu viert ein Häuschen kaufen und nett zusammenleben? Mama, Papa, Kind und Tante Emma? Ich weiß es nicht, Emma. Ich weiß es doch auch nicht. Was soll ich da machen? Sag du es mir. Ich kann auf das Kind nicht verzichten und das will ich auch nicht. Weißt du, ich habe dich von dem Moment an geliebt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als mit dir glücklich zu sein.
Aber wenn ich gewusst hätte, wie weh das alles tut, dann wäre ich nie mit dir zusammengekommen. Emma, das tut mir leid. Ich will dir nicht wehtun. Ich liebe dich. Es gibt keine Chance für uns, Felix. Doch, gib uns nicht auf. Bitte. Warte bitte, ich muss mit dir reden. Es ist alles gesagt, Felix. Nein, ist es nicht. Warum? Emma, warum hast du mir den zurückgebracht? Das war ein Geschenk für dich. Emma, ich will dich nicht verlieren. Ich weiß, ich hätte vorher mit dir reden müssen über die Idee mit der Hochzeit, aber... Ich muss mich entschuldigen. Ich hab dich ja gedrängt. Ich empfinde nichts für Rosalie. Es geht mir einzig und allein um das Kind wegen dem Sorgerecht. Aber mit dir hat es nichts zu tun. Das musst du mir glauben. Für einen Moment habe ich daran gezweifelt, ob du sie wirklich nur wegen des Kindes heiraten willst. Aber jetzt glaubst du mir doch, oder? Du bist eben verdammt verantwortungsvoll. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dich so sehr liebe. Ich dich auch. Ich will mit dir zusammen sein. Und dagegen kann weder deine Schwester etwas ausrichten, noch sonst irgendjemand. Mir geht's doch genauso. Ich werde dich immer lieben, Felix, nur dich. Bitte nimm mich in den Arm und halt mich ganz fest, ja? Emma, wenn ich das tue, dann lasse ich dich nie wieder los. Willst du das? Ich habe solche Sehnsucht nach dir. Ich will dich nicht mehr verlieren, hörst du? Nie wieder. Aber das geht so nicht. Hey, warte, wir kriegen das schon hin. Du heiratest Rosalie. Eine Beziehung zu dritt, das packe ich nicht. Ich weiß, aber irgendwie schaffen wir das. Emma! Emma, ich hab dich schon gesucht. Hallo, Felix. Was willst du? Emma, ich ertrag das nicht, wenn wir zerstritten sind, bitte. Und außerdem muss ich ein paar Sachen wegen der Modenschau mit dir besprechen. Hättest du Zeit? Lässt uns bitte mal allein. Ach so, natürlich. Er hat bestimmt besprochen, dass wir heiraten werden. Danke. Tut mir leid, Felix, aber so kann ich das nicht. Emma, bitte warte. Emma. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ich bin okay. Felix, ich muss dir etwas sagen. Ich verlasse den Fürstenhof. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich halte es hier nicht aus. Es ist das Beste für uns alle. Mal kurz mit dir reden. Sag mal, willst du wirklich alles liegen und stehen lassen und zurück auf den Bauernhof deines Vaters? Nenn mir einen guten Grund, der dagegen spricht.
Was ist mit deiner Zukunft als Modedesignerin? Du hast so hart dafür gearbeitet. Dazu, die Modenschau ist in ein paar Tagen. Gib Prinzess Dirndl nicht auf, bitte. Warum bist du so engagiert? Hast du Angst um Victorias Geld? Glaubst du, dass sie die 70.000 aus eigener Tasche zahlen muss? Das ist nicht fair. Natürlich ist das nicht fair, Felix. Hier ist überhaupt gar nichts fair. Emma. Emma, warte, bitte. Hey, bleib stehen. Tu das nicht. Mach dir nicht alles kaputt. Du schadest dir nur selbst damit. Na und? Wen interessiert das? Ist doch sowieso schon alles egal. Das mit dem Gästehaus, das wird kein Spaziergang. Das wird ein monatelanger Umbau mit viel Lärm und Dreck. Ich hoffe, deine Frau Engel weiß das. Oh, wenn ihr was wichtig ist, dann kann sie überraschend konsequent sein. Ja. Genau deswegen hat sie dich auch am Haken. Vater, bitte. Ich weiß, du magst sie nicht. Lass uns bei den Fakten bleiben. Du hast gesagt, du hast Fotos von dem Gästehaus dabei. Ach Gott, nochmal, Felix, mir will einfach nicht in den Kopf, dass es keine andere Lösung gibt für diese Geschichte. Hör zu, ich habe nächtelang wachgelegen und drüber nachgedacht, hin und her überlegt. Rosalie kommt mit nach Kanada. Schluss, aus! Es wird Zeit, dass du dich an den Gedanken gewöhnst. Hat sie das nicht gewusst? Also mit Rosalie nach Kanada. Der Termin für Standesamt, der ist morgen. Morgen. Emma, ich hoffe, du weißt, dass ich das nur wegen des Kindes mache. Bestimmt ein schwacher Trost, aber Emma, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Egal was passiert, ich werde dich immer lieben. Immer. Probe geklappt? Ganz gut. Gut, es freut mich. Wegen dem Buffet, wir sollten das besprechen. Außer du willst deine Gäste von der Modenschau nach Hause schicken mit leerem Magen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich das lieber mit Herrn Konopka besprechen. Oder mit Frau Sonnenbichler. Okay, natürlich. Ja. Emma, ich wünsche dir viel Glück bei der Modenschau. Drück dir beide Daumen. Danke. Ja. Kann ich gebrauchen. Es wäre doch auch seltsam, wenn ich nicht ständig an ihn denken müsste, oder? Aber du tust dir damit selber nur weh. Ich weiß. Aber ich habe in meinem Kopf so ein Karussell. Das kann ich nicht einfach abstellen. Und dieses Karussell fängt jetzt richtig an, sich zu drehen. Felix, was machst du hier? Dich suchen. Warum habt ihr die Hochzeit verschoben? Die Hochzeit ist nicht verschoben.
Ich habe die Hochzeit abgesagt. Endgültig abgesagt. Emma. Ich liebe dich. Du. Du bist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Falls du mich überhaupt noch willst. Und ob? Natürlich will ich dich noch. Wie kannst du mich das fragen? Einfach nur ein Traum. Nein. Das ist kein Traum. Du bist nie wieder weg. Nie wieder. Felix, ich traue mich gar nicht, die Augen zuzumachen. Mach sie zu. Ich habe Angst, dass du... Mach sie zu. Felix. Mach sie zu. Aber nur, wenn du mich ganz festhältst. Ich werde dich nie wieder... nie mehr wieder loslassen. Mach sie zu. Ich hab dir nicht so viel versprochen. Ich bin noch da. Kein Traum? Doch, das schon. Aber das ist unser Traum. Sag mal, was hältst du eigentlich von Kanada? Jetzt habe ich dich gerade erst wiedergefunden. Aber wenn du unbedingt nach Kanada auswandern willst, kann ich dir die Frage später beantworten? Ich habe gerade noch tief und fest geschlafen und ich kann noch überhaupt nicht fassen, dass du neben mir liegst. Entschuldige, ich wollte dich nicht überfallen, damit ich... Ich bin einfach nur glücklich, dass ich bei dir bin. Gestern, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Tja, so ist es. Rosalie will mir das Kind entziehen, falls ich dich heirate. Felix, es ist dein Kind. Das musst du entscheiden. Ich weiß. Aber sie wird sich immer wieder neue Druckmittel einfallen lassen. Na, weil sie irgendwie sicherstellen muss, dass du sie nicht im Stich lässt. Ja, aber sie kann mir nicht vorgeben, wie ich mein Leben gestalte. Sie wird nie locker lassen. Ich auch nicht. Du wirst um jede Stunde mit deinem Kind kämpfen müssen. Das wird eine riesige Belastung. Ja, das wird es, da hast du recht. Aber das werde ich schaffen. Für das Kind würde ich alles tun. Emma, glaub mir, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mein Leben mit dir zu verbringen. Und daran wird deine Schwester nichts ändern. Euch gehört und auch über was ihr gesprochen habt. Ich muss euch was sagen. Rosalie. Sie ist nicht schwanger. Was?
Das kann nicht sein. Ich hab doch die Ultraschallbilder gesehen. Die sind nicht von Rosalie. Sie hat euch die ganze Zeit nur was vorgemacht. Aber das kann doch nicht sein. So hinterhältig ist kein Mensch. Nicht mal Rosalie. Rosalie ist nicht schwanger. Sie wollte euch nur auseinanderbringen. Wie soll sie dann an gefälschte Ultraschallbilder kommen? Die Bilder sind von anderen Babys aus verschiedenen Stadien der Schwangerschaft. 11. Woche, 13., 16. Ich habe den Brief mit den Bildern zufällig gesehen. Ich habe doch ihren Namen darauf gelesen. Warum tut sie uns das an? Weil sie wie immer nur an sich denkt. Und seit wann wissen Sie's? Seit gestern, seit vorgestern, seit einer Woche, wie lange schon? Ich hab's euch ja jetzt gesagt. Und davor verschwiegen? Du hast ihre Lüge gedeckt? Sie hat mir Geld gegeben. Ich brauchte es dringend. Ich weiß es nicht. Als Rosalie mit der Behauptung kam, sie sei von mir schwanger... Da waren wir beide gerade erst ein Paar. Genau. Und sie wusste, dass ein Kind die einzige Möglichkeit wäre, um uns wieder auseinanderzubringen. Und deshalb hat sie auch eingefädelt, dass ich den Schwangerschaftstest bei ihr im Zimmer finde. Ja, aber sag mal, wie krank muss man sein, um so etwas zu tun? Wie verzweifelt. Bitte nimm sie nicht wieder in Schutz. Oh nein. Rosalie will unbedingt geliebt werden. Und dafür ist ihr jedes Mittel recht. Ich denke, jeder Mensch will geliebt werden, nur kaum einer greift zu solchen Mitteln. Meine eigene Schwester. Ich kann's nicht fassen. Aber dieses Mal ist sie endgültig zu weit gegangen. Stell dir vor, was passiert ist, das glaubst du nicht. Herr Thyreuth, der Chefeinkäufer von dem großen Modehaus, der da auf der Modenschau so begeistert von meinen Dirnen war, der will für alle Filialen in Deutschland und in Österreich 5 meiner Modelle in die Kollektion aufnehmen. 5 deiner Modelle? Ja. Ich hab's dir gesagt, und das ist nur der Anfang. Jetzt geht's richtig los. Ja. Hallo Felix, hörst du mich? Felix, das habe ich alles nur dir zu verdanken. Nein. Du hast mir das Geld geliehen und du hast immer an mich geglaubt. Du hast es deinem Talent zu verdanken. Oh ja. Oh ja. Felix! Felix, was soll der Blödsinn? Ist der süß. Probier ihn doch erstmal. Er ist doch viel zu schön, um ihn anzuschneiden. Ich bestehe darauf. Ich glaube, der Kuchen ist viel zu klein, als dass ich satt werden könnte. Oh, kleiner Kuchen, große Wirkung. Wenn das nicht reicht, dann lasse ich alles auffahren, was Küche und Keller zu bieten haben. Alles. Ja. Irgendwas verheimlichst du mir doch. Ich? Nein. Keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse. Hast du das gehört? Ha. Iss mich. Okay, dann wollen wir das kleine Kunstwerk doch mal anschneiden. Ja. Der ist so lecker. Ist lieber langsam. Nicht, dass du dich verschluckst. Nichts Besonderes? Also, ich schmecke Mehl, Nüsse, Zuckerguss. Sollte da eine Überraschung drin sein.